Willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Beim letzten Mal haben wir ein paar Pokémon gesammelt und uns in der Gegend hier umgeschaut und hier und dort und überall ein bisschen rumgeguckt und so. Halt so das, was halt ein Mammut wie ich halt so macht. Ne? Irgendwas schreit auch hier schon wieder rum und tut so, als sei es ein Pokémon. Ich weiß noch nicht so ganz genau was. Ich weiß auch noch nicht wo. Aber das ist halb so wild. Ich finde das schon noch raus. Ah, oh, das ist Hytera, nennt man es, glaube ich, ne? Die Weiterentwicklung von Chanera. Chanera haben wir zum Ende der letzten Folge noch gefangen. Du müsstest Hytera sein. Sag ich doch. Ich weiß gar nicht, woher ich es kenne. Ich weiß nicht, welcher... Oder war er schon Gold und Silber, wo sie eingefügt haben? Ich weiß es nicht. Egal. Hier. Blizzard. Entertainment. No, verfehlt. Brauch Mammutel, ey. Bist ein richtiges Mammut. Jo. Okay. Dann halt nochmal. Hui, das ist ja heftig. Hytera hält viel aus. Heiter, heiter, du. Der neue Song von Scooter. Heiter, heiter. Vielleicht kriegen wir das ja tatsächlich noch irgendwie hin. Stromstoß. Okay. Okay. Relaxo. Mach mal was für dein Geld. Das braucht lange zum Laden. Mach mal ein Knirsch. Ein klein, kein stark. Das war schon fast zu knapp. Könnte aber hinhauen. Ja, ach Kacke. Er hat ja eine Risikoticket verwendet. Aber das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Haben wir uns jetzt markiert. Holen wir uns demnächst. Ein Elite-Scharnier. Schon wieder so eins. Was für ein Level hast du denn hier? Nur mal so geguckt. Hallo. So. 56, okay. So, holen wir uns mal ganz kurz die lila Flamme, die hier unten war. Ups. Und schon gibt es hier nur noch 8 Geisterlichter. Und wir müssen Karpador fangen. Es hilft ja nichts. Karpador, Karpador. Bam. Gibt es hier noch mehr Karpador? Es gibt noch mehr Karpador. Karpador hat Lebenball getroppt. Karpador. Karpador guckt immer so. Karpador, hey, Karpador, hey. Da gehen voll die Überbälle drauf. Aber was tut man nicht alles, ne? Für so einen Karpador. Forschungseintrag und so. So, hier vorne geht dann irgendwo die Hauptquest weiter. Ich will hier aber eigentlich nur mal lang gucken, ne? Eigentlich sollte ich erstmal mein Team heilen. Mal wieder. Aber egal, hier kommt nicht mal platt. Funkensprung reicht. Nee, für den.
Dieses Mottenvieh, ja, mal gucken. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Okay. Das Voltoball, was wir haben, ist aber auch ein normales, ne? Ist jetzt kein Elite. Ich wäre an dir vorbei, ohne die Cutscene oder sonstiges zu triggern. Nun zu schauen, was hier ist. Wobei, vielleicht kommt hier auch erst was, wenn ich hier was mache. Wir gehen ja hier im Mythos auf der Spur. Komm, wir hauen ihn an. Na gut, wenn ich mit meinen Nachforschungen richtig liege, dann... Was? Ein Elite-Pokémon? Sei doch so lieb und kümmere dich um dieses Hohenwiese. Ist das eine Weiterentwicklung von Vadrivi oder so? Könnte sein, ne? Und Weisel. Ist auch mal eben so Level 60. Klar, ich habe ja schon den Hauptstory erledigt. Wollte mal Donnerblitz! Jo. Okay. Ich kann noch irgendwas, was gegen dich effektiv ist hier. Nicht wirklich. Wir können einen kleinen Eissturm noch machen. Sofern ich es denn hier überlebe. Vielleicht kann ich das ja fangen. Ja, das könnte noch fangen aussehen. Wir probieren es. Auch wenn meine Itemtasche immer noch voll ist. Nein. Kiefer gebrummt. Ja, komm, mach einen kleinen Aero-Ass hier. Und nur einen kleinen. Ja, okay, war schon zu viel. Egal. Kommt eventuell hier nochmal. Mal gucken. Du erhältst die Steintafel. Ach, vielleicht musste ich das Ding sogar töten. Steintafel wohnt die Energie des Typs Gestein inne. Hatte dieses Pokémon die Steintafel, nach der wir gesucht haben, etwa nur zufällig aufgelesen? Jedenfalls war das die einzige Tafel, über die ich Informationen hatte. Mehr weiß ich nicht. Da sich bis jetzt aber noch nichts ereignet hat, gehe ich davon aus, dass es noch mehr Tafeln geben muss. Doch wie kommt da eine Person in den Sinn, die mit Sicherheit mehr über die Tafeln weiß? Fräulein Kogita. Ganz genau, Fräulein Kogita. Du hast dich schließlich noch gar nicht für ihre Hilfe mit der roten Kette bedankt, nicht wahr? Dann ist das die perfekte Gelegenheit. Also lass uns zur uralten Siedlung aufbrechen. Nicht jetzt, vielleicht später. Ich wollte schon sagen, hier ist noch Elite-Musik. Ein Elite Scaraborn. Das war aber eben noch nicht. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Ob ich in den Wasserfall reinkomme, ne? Ich blöd mal. Ein Elite Kleinstein. Will ich mir das markieren? Ich weiß es nicht. Theoretisch ja. War noch das Elite Georock. Das habe ich mir schon markiert.
Ich kann mir vorstellen, dass auch hier nichts geht, ne? Nee. Na gut, dann müssen wir auf jeden Fall mal zur Anhöhenbasis. Wir müssen unsere Tasche leer machen. Wir müssen Pokémon ausruhen und und. Dum, dum, dü, dü, dum. So. Alle verschieben. Taufblock müssen wir halt immer noch gucken, wie wir Ursarin genau da weiterentwickeln. Es muss ja irgendwie Vollmond sein anscheinend. Ich habe keine Ahnung hier. Die Dinger lassen wir auch erstmal hier. Ich brauche sie irgendwie nie bis gar nicht. Da ist mir der Hyperball schon viel, viel wichtiger. So, Lagerkiste sortiert. So, einmal hier vielleicht ein paar Bälle herstellen. Was wir haben, das haben wir. Kann ich bei dir Eisenbrocken kaufen, aus welchem Grund auch immer? Wieder guckt. Nein. Hätte mich auch gewundert. Okay. Hinauf in die Lüfte. In welche Richtung? In diese Richtung. Hinten war Pantimos und so was, ne? So, wer hätte ihn nehmen können, ha? Irgendwo da vorne. Diese Person da. Guten Tag, ich komme gefliegt. Oh, trägst du ein Pokémon bei dir? Es muss schützer sein, dass ich dich hier antreffe. Ich weiß, das kommt jetzt etwas plötzlich, aber würdest du mir bei einer Sache helfen? Ich suche ein Pokémon, dessen Name mir partout nicht einfallen will. Es hat jeweils eine Sichel an seinem Beinamen. Bitte finde es für mich. Wird gemacht. Ausgezeichnet. Ich dachte mir schon, dass du es sagen würdest. Hm? Wozu ich das Pokémon brauche? Ach, zerbrich dir darüber mal nicht den Kopf. Konzentriere dich lieber darauf, es zu finden. Und nicht vergessen, es hat an jeden Abend eine Sichel. Rosige Absichten. Ah ja. Um Rosen zu pflücken, ja. Die keine Rosen sind, sondern einfach nur Blumen. Finde es und bringe es her. Heißt, ich muss es im Team haben. Probieren wir mal aus. Haben wir hier sowieso Tasche sortieren. Bäm. Achso, hier habe ich auch noch Zeug. So. Hier, du hier. Am Pokémon wechseln. So, und dann wollen wir Arboretos austauschen gegen ein Sichlor. Vorübergehend. So, dann habe ich es im Team. Nein. Beschleunigen, nicht Singflug gerade. Das ist Elite-Sichlor, ne? Sind natürlich ein bisschen blöd, kann ich aber sonst auch neu fahren. Falls ich es da lassen muss. Hier. Hast du das Pokémon mit den Sicherarmen etwa wirklich gefunden? Bitte zeig es mir. Ja. Perfekt. Mit diesen scharfen Sichern wird meine Arbeit mindestens alle erledigt sein. Siehst du all die Hammer-Nasu-Rosen ringsum, die auf der Insel blühen? Es muss jede einzelne dieser Blumen pflücken und mitnehmen. Bis jetzt habe ich das ganz alleine gemacht, aber mit Sichlos Hilfe bekomme ich die restlichen Blumen sicher nur abgeschnitten. Moment mal. Meine Frau will umgeben von Hammer-Nasu-Rosen leben. Um ihren Traum zu erfüllen, schneide ich alle Blumen ab, die ich hier finden kann. Ja, dann wäre doch
ne? Ausgraben besser, statt einfach abschneiden. Wie? Was? Verstehe. Ich hätte einfach welche pflanzen sollen. Welch ein ungeheures Missverständnis. Ich danke dir. Zum Glück bin ich dir begegnet, bevor ich alle Blumen hier abschneiden konnte. Ich werde Blumensamen von hier mit nach Hause nehmen und sie gemeinsam mit meiner Frau dort einpflanzen. Mach's gut. Okay. So einfach kann es manchmal sein. So, wollen wir doch nochmal schauen, ob wir nochmal ein paar Timos hier irgendwie kriegen können. Pantimimi haben wir hier. Shellac. Shellac können wir theoretisch auch nochmal fangen. Da haben wir es. Guten Tag. Gastrodon. Das ist nicht Shellac. Das ist auch nicht schlimm. So, selbiges machst du jetzt einfach nochmal. Und dann können wir es fangen. Wenn es kein Volltreffer gewesen wäre, ich glaube. Oh! Wie du es machst, machst du es verkehrt, ey. Pantimimi! Pantimimi, Pantimimi, Pantimimi. Kein Patimus gerade. Da ist das Luxtra. Kadabra. Hier so ein Ding, so ein Eisenbrocken. Hier geht es nicht weiter. Achso, okay. Hätte sein können, dass ich da oben auch wieder irgendwie drauf komme, aber nein. Natürlich nicht. Hier den Eisenbrocken hätte ich eigentlich gern. Eigentlich würde ich ja schon gerne wieder in die Höhle nochmal rein. Eine Verzerrung im Raum-Zeitgefüge, Panzian. Was fliegt da denn? Was bist du? Ist das diese Weiterentwicklung von Torgetic? Ja, ne? Wenn er auch das mit Torgetic schon mal, das sich weiterentwickelt wollte. Nein, nicht. Togepi. Meine Fresse. Hier wollte ich einfach nochmal rein, ob wir jetzt einfach nochmal gegen die Pokémon kämpfen können, gegen die wir schon gekämpft haben. Nö. Weiterhin leer. Warum macht man dann nicht einfach die Höhle zu? Oder aber es wird später nochmal während dieser Hauptmission hier noch irgendwie wichtig. Fragen über Fragen. Sind noch die Raumzeitverkrümmung jetzt hier in der Nähe? Nee. Jetzt nicht mehr. Ernsthaft? Weil jetzt die Karte neu geladen wurde oder was? Kapado, Kapado. Carpador, 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 Carpador.
Ein großes Exemplar gefangen. Ui, toll. Und da. Schön, dass die extra für mich anhalten, ihr Kapador. Und da. Die wollen sich nur mit mir unterhalten. Pustekuchen. Der war gerade vielleicht ein bisschen aggro. Ist aber auch nicht schlimm. Nö. Forschungslevel 2 auch erst, ne? Ja gut, wir haben es jetzt auch schon lange nicht mehr updaten lassen. Forschungslevel 2 ist ja noch vom letzten Mal, als wir das erste Karpador quasi hatten. Ein Karados. Okay, nein, so nicht. Ist in Ordnung. So, was machen wir denn mit dir? Psychoklinge, das wird schon. Das sieht gut aus. Ein Volltreffer war das, okay. Es darf zwei Attacken einsetzen, okay. Dann setzen wir jetzt Volltreffer ein, machen einfach einen kleinen Funkensprung. Er macht nicht viel Schaden, macht dennoch halt viel Schaden, weil wegen Flugwasser. Ich hab keine Ahnung. Jo, das sieht sehr gut aus. Plop. Oh, schon fast zu knapp, ne? Und damit haben wir unser erstes Gyarados. Ein rotes Gyarados wäre mir natürlich lieber, aber hey. Ein Elite-Gyarados. Das nehme ich natürlich auch ganz gern. Level 60. Da müssen wir schon ordentlich Kraft einsetzen, glaube ich. Okay, hat Folterball verfehlt. Mach mal ein... Turner. Ja. Bitte treffen, bitte treffen. Okay. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Das paralysiert, das gefällt mir noch mehr. Komm schon, komm schon. Yeah. Volteball regelt. Guten Tag. Plop. Guten Tag. Plop. Guten Tag. Plop. Einfacher geht's gar nicht. So, komm, ein Karpador können wir bestimmt noch fangen für Forschungslevel. Dann ist auch wieder eine lila Flamme. Die sollten wir vielleicht mal einsetzen. Aber wenn sich jetzt die Karte neu geladen hat, dann könnten wir theoretisch... Nein. Nein. Plopp. Dann können wir eventuell wieder das Hytera fangen. Hydro-Pumpe ging daneben. Hm, blöd. So. Das heißt, wir machen jetzt. Ach nee. Teleport ist nicht. Aber halb so wild. Wie viele Luxtras es generell im Spiel gibt, ne? Der Wahnsinn. Zweitmeiste Pokémon. Neben Papinella. Nee, nicht Papinella. Das komische Flugvogelvieh. Was dann zu Barbirotus wurde oder so ähnlich.
Hab doch keine Ahnung. Das Ding halt, weißt du? Wir müssen auch noch mal gucken wegen den Inkognito und so. So, aber erst einmal heilen. Dann versuchen wir jetzt zum Ende dieser Folge noch mal Haltere zu fangen, falls es denn jetzt da ist. Ist ja quasi hier geradeaus fast. Ob das hinhaut, ist so ein anderes Ding. Aber probieren geht über studieren. War hier oben oder unten? Hier unten. Nee, Haltera ist tatsächlich nicht da. Dafür muss tatsächlich die Karte einmal geladen werden. Na gut, dann machen wir jetzt einmal Pokémon zumindest abgeben. Damit wir einmal wieder auf einen Stand sind. Oder wir holen uns nochmal die Tasche. Ja komm, gehen wir zur Graslandbasis. Holen uns die Tasche. Geben dann nochmal die Pokémon ab, damit wir dann wissen, ne? Forschungslevelmäßig, wie sieht's denn da aus? Und dann mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch noch die eine oder andere Flamme. Bisschen tiefer, sonst können wir die Flamme nicht sehen, weil Sichtweite. Haha. Achso, das ist diese Kokonform von Wumpel. Ich gucke nur manchmal auf der Karte, ob ich da noch irgendwie was übersehen habe, aber habe ich nicht. So, dann nicht vergessen, die Tasche abzugeben. Was gerade mal wieder nicht geht. Wahrscheinlich, weil ich fliege, kann das deswegen zusammenhängen? Ich glaube ja. So. Ja, ja, ist gut. Und dann geben wir mal dem Professor hier alle unsere Pokémon. Nur 23 Pokémon gefangen. $16.000, das ist doch schon mal ein netter Anfang. So, Forschungspunkte. Carpador ist fertig, das heißt, die Nebenquest können wir schon mal abschließen, das ist schon mal schön. Sonderlich viele Punkte gab es nicht, aber hey, was willst du machen? So, dann würde ich jetzt sagen, mal jetzt erstmal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Legenden Arceus dann wieder. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.